Bei den letzten zwei Malen haben wir es nicht geschafft. Ne? Die Videos, die darüber müssen wir gar nicht reden. Aber Leute, heute werden wir uns das Wassermotorrad holen. Und damit hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Wobbly Life. Heute bin ich mal alleine. Das ist glaube ich ganz gut, weil da kommen wir vielleicht mal ein bisschen voran. Ne? Wo fahren wir denn als erstes hin? Ich würde sagen, wir fahren zum Bauernhof zuerst. Docks, da haben wir jetzt schon so alles gemacht und nee, wir gehen zum Bauernhof. Was mache ich hier? So, ich würde sagen, wir sind da, ne? Super. So, wie war das nochmal? Ja, stimmt, wir mussten hier im Moped. So, jetzt können wir da rein. Ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Lecker. Wait, was ist denn? Was? Hat's nur Lego. Ich hab gedacht, da können wir rein. Okay, so. Ah, never mind. Wir haben es gefunden. Was ist das? Der Lippenstift. Wir machen das heute mal relativ schnell, weil das Video, das produziere ich ja jetzt, während ich in Urlaub gehe. Nee, das Video, das kommt nächsten Samstag für mich jetzt. Das heißt, nächsten Montag für euch fahre ich in den Urlaub. So. Ich fahre jetzt mal kurz mit denen hier vor. So, komm rein hier. So, ich habe jetzt keinen Bock auf diese Strecke. Jetzt fahren wir einfach mal hier lang. Boah, ich bin manchmal so schlau. Was eine Abkürzung, wirklich. Hey, warum bin ich das nie anders gefahren? Hey, wie dumm. Boah, ich bin manchmal so schlau. So, kann ich dann gehen? Dann? Heute ist irgendwie ein bisschen ruhig, ne? Das ist so ungewohnt für mich jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung. Wir haben gerade 8 Uhr morgens. Ich bin heute extra früh aufgestanden, weil ich ein paar Videos vorproduzieren muss. Klasse, dieses Artefakt hatten wir noch gar nicht. Okay, 1 von 4. Und ein riesiger Lippenstift aus der Kanalisation. Niemand weiß, wer ihn benutzt hat. Nee, das will ich auch gar nicht wissen bei dieser Größe. Da können wir gleich mal zu den Docks runter, ne? So, die Docks, die waren da hinten. Das ist so krass, dass ich jetzt einfach in- und auswendig inzwischen weiß. So. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh. Ja, egal, passt schon. So, in die Kanalisation rein, ne? Oh. Okay, wo war das? Hier, in die Richtung, oh. Ja, okay, das war Glück. Ah, ne, da hinten ist der Ausgang, das heißt hier. Okay, was ist das? Ein Zahn. Nein, nein. Ja. Ja, nee, das ist jetzt doof. Komm. Komm hoch. Komm. Na dann, gehen wir hier lang. Oh, da spritzt die ganze Scheiße raus. Ah, die wartet, ist da hinten. Oh, aber wir können auch einfach hier lang. Okay, nevermind. Absolut nichts gebracht. So, komm mit. Ausgang. Yay. So, jetzt sind wir wieder bei den Docks, ne? So, na dann. Gut, dann fahre ich ein bisschen voraus. Und jetzt zack. Zack und zack. Wo ist denn das jetzt? Das. Ich habe hier immer noch den Bauernhof markiert. Sorry. Sorry. Oh Gott, die Leute, ne? Durch die regen mich immer mehr auf. Na. Oh, okay, jetzt war's das. Mach dich. Hey, seit wann bleiben die im Auto mit drin? Aber dafür kannst du nicht mehr fahren. Ach, Loser. So. Du hast ein Artefakt gefunden. 2 von 4 haben wir schon mal. Okay, den Rest weiß ich nicht mehr, wo was ist. 1 von Louis Babyzähnen. Das Ding ist gewaltig. Ja, das sieht doch gewaltig aus, wenn ich ehrlich bin. Boah, wo war das alles noch? Ja, bei der Paradiesinsel und bei den Bergen. Ja, klauen uns einfach den Helikopter vor oder so. Und fahren zur Insel rüber, oder? So sind wir, glaube ich, doch schneller. Okay, ich habe nie was gesagt. Jetzt bereue ich, dass ich nicht einen Helikopter mitgenommen habe. Ab runter, ne? Oh, hier werden wir schnell. Ohne First Person wäre das Spiel so cool irgendwie. Ich weiß echt nicht, wo. Es könnte jetzt hier entweder am Strand sein, oben bei dieser Kuppel oder am Golfplatz. Oder hier hinten irgendwo. Bei diesem Helikopter, der da mal steht. Oder da oben bei der Werkstatt. Also, was ist denn hier alles? Ist hier etwas? Ne, sieht nicht so aus. Da! Ja. Okay, ich habe es gefunden. Ah ja, F. So. Na dann, passt. Ui. Golfball. Oh Gott, okay, ich habe hier keine Ahnung. Boah, hier ist so dunkel. Wenn wir irgendwie künstliche Lichter anmachen oder so, ich sehe selber nichts. Ich sehe absolut nichts. Okay, wir müssen jetzt eigentlich eher auf was Leuchtendes gucken. Oh, da hinten ist irgendwas Leuchtendes. Innenweben. Okay, der Ausgang. Boah, ich sehe absolut nichts. Das Ding ist, ich sehe einfach nur schwarz. Ich sehe absolut gar nichts. Wirklich nichts. Und da ist dieses Monster. Nein, dieses dummes Scheißviech, wirklich. Aber wenn da hinten das Monster ist, könnte es gut sein, dass auch da hinten das Ding ist. Oh, oh. Aha. Okay, ich hab's gefunden. Und da hinten ist, hier ist der Ausgang und hier ist das andere Ding. Ey, war ich hier nicht gerade irgendwo vorbei? Eine Toilette. Okay, das ist schon geil, aber eine goldene Toilette, ernsthaft? Ah, warte, wir können hier drüber. Oh. Okay, wenigstens haben wir etwas Licht jetzt hier. Obwohl es hier allgemein nichts bringt. So. Na dann, die goldene Toilette, die nehmen wir jetzt mit. Da würde ich jetzt gerne Brustabdrücke, sage ich ehrlich. Einfach so reinpressen. Jetzt haben wir 3 von 4, ne? Ja, okay. Mal auf hier.
Oh ne, ich hätte die Abkürzung nehmen können. Oh, ja, egal, ist mir eh schon hier. So, na dann, auf die goldene Toilette. Du hast ein Artefakt gefunden. Ich weiß, 3 von 4. Oh, eine Toilette aus Gold. Ist das nicht ein himmlischer Gans? Da würde ich gerne abdrücken, sage ich ehrlich. Ah, ich kann hier auch einfach nach Hause gehen. Ja, ich gehe einfach nach Hause, hole mir da mein Raketenauto. Das ist irgendwie so toll bei dieser Wohnung. Man ist ja einfach mitten in der Stadt. So, na dann. Putz. Oh, ich kann die Ampel mitnehmen. Ey, die Lampe. Ampel, genau. Kann ich dich irgendwie hier... Nee. Oh, das Spiel war der aber wirklich. Ich habe jetzt hier gerade Spaß gehabt damit. Boah, bei den Bergen müssen wir auch mal in dieses Labor reingehen. Ja, was ist das denn? Ach so, ein Smalding. Oh. Wenn ihr das Smalding mit mir und Otto sehen wollt, dann könnt ihr gerne das Video angucken. Das habe ich euch oben mal verlinkt. Auf Fallschirmspringen mit Otto habe ich auch schon mal gemacht. Aha, da hinten ist es. Okay, ich sehe es. Alles gut. Kurz flog. Ja, toll. Hallo. Ich würde gerne. Danke. So. Immer schön was trinken, ne? Mmh. Ja, wie cool ist alles vereist. Ja, das ist echt geil. Hat voll Feeling hier drin. Wo ist das Ding? Ich weiß ja nicht mal, wo der Ausgang ist. Der Ausgang wäre, glaube ich, erstmal gut. Ah, aber ich hab's gefunden. Da ist es. Ein Bauplan. Ach, der Bauplan fürs Wassermotorrad. Ja, jetzt check ich. Sag mal, wie oft wir eigentlich schon hier waren, ne? Da können wir jetzt gleich mal den Van mitnehmen. Nicht so wie so ein Assi wie gerade. Ach, die Hupe jetzt immer. Oh. Was willst denn du jetzt? So, du hast ein Artefakt für das Museum. Ja, das Wassermotorrad. Ja, 4 von 4 Kanalisationsdinger. Applaus für den ursprünglichen Kanalisation. Toll, das letzte Artefakt der Kanalisationssammlung. Ja, hätte nie gedacht, dass wir die Dinger je wiedersehen würden. Echt nicht? Das Rohrrad? Das ist ein Wassermotorrad. Oh, da ist es. Oh, man sitzt hier richtig auf der Toilette, ne? Booster? Na. Hey, ist das geil. Wie schnell ist man damit? Das ist voll geil, das Ding. Okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Man muss ja nicht mal wirklich W drücken, um zu fahren, ne? Wegen dem Booster. Das ist krass. Boah, man ist so extrem schnell. Man ist, glaube ich, sogar schneller als mit dem Raketenauto. Ja, das kann gut sein. Ja, Leute. Wir haben das Kanalisationsmotorrad erfolgreich geholt. Das Wassermotorrad, sorry. Leute, das war's mit der Folge. An alle neuen Zuschauer, ihr könnt mal gerne den Kanal abonnieren, ne? Danke. Ja, wir sind dann in der nächsten Folge Warby Life oder Minecraft oder was auch immer. Nee, doch Minecraft, Money Maker kommt nächste Folge. Ja, dann würde ich sagen, tschüss.